So, herzlich willkommen zurück. Wir fangen direkt wieder an, hätte ich gesagt. Das heißt, hier natürlich wieder alle da. Ist klar. Machen wir mal ganz schnell. Eins. Oh, hey. Der war ein bisschen zu schnell. Na, macht nichts. Kriegen wir den? Oh, ganz gut. Na dann. Wer da? Ich will das aber wissen. Mach einen Abgang. Komm. Genau so. Der kommt auch noch. Ist ja einwandfrei. Jetzt laufen die ja alle auf mich zu. So. Wir gehen weiter direkt über die Brücke. Ja, da tritt er gleich die Tür ein. Na, was willst du? Ah, ich verstehe schon. Hau ihn. Ah, alles klar. Kannst du haben. So. Sind hier gleich nochmal zwei. Eins. Aber zwei ist ein bisschen gemein. Das ist also böse versteckt. Dann rammen wir mir ein bisschen und rauben sie auch gleich noch aus. Schwarze Feuerbomben, alles klar. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass man die relativ schnell bekommt, die Gabel, ne? Ja, ihr seht schon, ist echt nervig, wenn man das jetzt genommen hat. Da sind jetzt drei ungemütliche Gesellen. Ich guck gleich mal, ob ich die gemütlich wegmachen kann. Na, das klappt echt angenehmer als erwartet. Ich sag nicht mehr, die waren überhaupt nicht schwer. Aber kurz den Turm hoch. Ja, der Dolch ist echt angenehm, muss ich sagen. So. So ein kleiner Tipp für Anfänger, wenn die mal hier so unterwegs sind. Lieber immer wieder voll heilen nach den ersten Gegnern. Man sieht ja, man geht schnell genug drauf. Boah, genau doch sowas zum Beispiel mal. Ich heb die mir eigentlich auch meistens immer viel zu lang auf. Hey, da will ich hoch. Mensch. Okay, weiter geht's. Auf und davon. So, was haben wir hier? Anwesenschlüsselpilz. Das war der, den wir vorhin beim Händler gekauft haben. Gucken wir mal. Na? Ein Goldharz. Ist wunderbar. Damit kann man seine Waffen nochmal verzaubern. Dann haben die noch ein bisschen mehr Power. Wie der das abblocken kann, wenn ich den Rücken treffe. Der muss es echt drauf haben, Mann. So, ich habe jetzt echt Spaß heute dran. Ich habe mich echt zurückgehalten, dass ich jetzt nicht direkt wieder losgespielt habe und versucht, die Videos hochzustellen. Und ach, so viel zu viel gemacht und wollte immer weiterspielen und irgendwann schon überlebt. Ach, ich nehme ohne Aufnahme, ich spiele ohne Aufnahme weiter. Heute nicht so engagiert, oder? Na also, geht doch. So. Hey, wer bist denn du? So ganz allein in dieser dunklen Gasse?
Na dann, auf geht's, hätte ich gesagt. Das hat den jetzt nicht wirklich gejuckt. Ich hau mal lieber ab. Ich weiß nicht, kommt er? Ich sehe nicht nach. Ich möchte was Neues versuchen. Das ist garantiert lame, aber egal. Kann du's? Hallo? Hier bin ich! Wo ist er hin? Ich höre ihn noch. Ach, da ist er. Kann man ihn treffen? Na okay, ich mache ihn halbwegs normal jetzt. Hat glaube ich mehr Sinn. Wird zwar ein bisschen komplizierter, aber bevor ich jetzt hier 3 Stunden da oben drauf stehe, das ist ja langweilig. Ich sehe den nicht mehr in dem Part. So. Das wird jetzt ein epischer Schwertkampf. Jawohl. Na, viel Schaden mache ich ja mit meinem Zahnstocher hier nicht, aber. Gut. Aber wenn der weiterhin so plump agiert, ne? Es sind noch 3. Wunderbar, wieder erwischt. Wir machen es jetzt mal ein bisschen riskanter. Ja, läuft doch. Ich habe mein Schild zu früh runtergenommen. Jawohl. Schnell was trinken. Na also. Geht doch. Schwarzer Dürrschwert und ein grauen Brocken. Na dann. Also das Schwarzrote Großschwert ist eine echt schicke Waffe, so vom Wert, ne? Aber 20 Stärke, 18 Beweglichkeit, sind wir noch ein bisschen weiter entfernt, also das wird nix, ne? So, wie viel Schaden haben wir uns da durch? Das müssen wir mal kurz gucken. 56, das können wir auch nicht tragen. Wir könnten es mit dem versuchen. Ja, den nehmen wir noch gleich mal. Wie viel wiegst du? 4. Du 0,5. Dann rüsten wir uns eben ein bisschen um. Reicht noch nicht? Das reicht. Erstmal ganz sexy, oberkörperfrei. Gehen wir mal die Treppen hoch. Unseren schönen neuen Morgenstern. Können wir aber schon führen, oder? Nicht, dass ich das, ja. Das wäre jetzt ein bisschen arg albern gewesen, wenn wir dann da 10 Schaden machen mit dem. Oh! Ah! Bleib hier! Ich will doch nur spielen! Juhu! Funkel Titanid! Sehr schön. No risk, no accident. Auf geht's! Schauen wir, was passiert. 18 Pfeile ist natürlich nicht die Welt. So.
Jawohl, im Backstep. Also in diesen Animationssachen können die uns nicht treffen. Das ist extrem brauchbar, gerade wenn man gegen mehrere kämpft. Na gut. Machen wir es halt wieder auf die plumpe Art und Weise. Mir ist gerade eingefallen, ich habe vorhin einen Ring vergessen. Das gibt's nicht. Bei diesem Ritter vergesse ich immer den Ring. Na, hol ich später. Ich komme da bestimmt wieder vorbei. Das ist auch eine sehr schöne Passage, finde ich. Weil da so ein netter Freund kommt. Ja. Da hole ich lieber gleich wieder ab. Naja. Ganz so ist es ja auch nicht. Ich hau ja nicht einfach nur ab, sondern ich stelle mich hier hoch. Dann guckt er mich hier an. Und ich hau ihm einfach auf den Kopf. Und lauf voll weg. Das Problem ist bloß, es ist eine Sackgasse, wir kommen da hinten nicht durch den Nebel, solange der Boss noch lebt. Heißt, wir müssen wieder warten, bis er kommt. Und dann, nicht schon! Juhu, wir haben es geschafft. Da hoch. Komm, komm, hopp, 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 hopp. Sollten wir geschafft haben. Werde ich weiß nicht, wie angestrengt er bei dem Kampf ist. Ein Charakter oder ich? Ein, zwei Mal sollte noch gehen, dann haben wir's. Ja, ist eben wichtig, dass man auch hier Fast Roll hat, dann ist das ganze Stück leichter. Ist mit Medium oder Fat. Ich sehe mich da immer sterben, wenn er springt. Oh, ich glaube, der ist nah. Wird es reichen? Oh 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 oh. Ja. Peinlich. Echt peinlich. Naja. Pech gehabt, hätte ich gesagt. So. Da steht doch einer hinter mir. Warum bin ich? Da noch einer? Okay. Jetzt wird der Spaß natürlich auch ein bisschen gefährlicher hier. Weil da hinten die Tür natürlich offen ist. Da kommt uns der gleich entgegen. Bam, 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 bam. Ich bin beim Taurus-Dämon gestorben, ich fasse es immer noch nicht. Habe ich zu viel rumgealbert? Ich weiß nicht. Peinlich. Na okay. Wenn das der letzte Tod war für dieses Let's Play, wäre sehr cool. Ist es sicher nicht. Definitiv nicht. Oh. Boah, ich will nicht nochmal. Man kann sich das jetzt gar nicht vorstellen, wie mich das ärgert, dass das jetzt nicht geklappt hat. Na egal. Hilft nichts. Ja, man kann nicht später. Jetzt gibt's erstmal eins auf die Mütze. Dann nehmen wir einfach mal zu, Nick. Dann haut sie den Schild weg. Einmal frei. Ach, eigentlich bin ich ja nur absichtlich gestorben. Ich wollte den Ring unbedingt noch holen. Das glaubt mir eh keiner, aber... ja. Ach, die können wir auslöschen, ne? Ich habe ja noch keinen Ring.
Okay, nochmal Chaos Dämon, diesmal ernst. Ich verstehe es nicht, warum ich ihn nicht geschafft habe. Na klar, ich bin wegen langsam gelaufen, aber war das jetzt echt so schlimm? Oh, ich werde mich so verfluchen, wenn ich das Ding wieder anschaue. Naja, verloren ist gut zurück. Naja, ich habe ja schon mal gesagt, schaut es euch nicht an, es ist schrecklich. Es geht gar nicht, was dieses Kampfspiel, das ist absolut grausam und unglaublich schlecht. Beim nächsten Mal renne ich wirklich bis zum Schluss. Also dass er mich wirklich runtergehauen hat, habe ich noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Naja, wie gesagt, ich habe es auch noch nie erlebt, dass ich gestorben bin dabei. Na, damit müssen wir hier verstummen. Aber wahr. Das Schlimme ist halt auch, dass man nicht da oben ewig stehen kann, weil er springt immer runter. Nicht runter, sondern er springt hoch. Also, wenn ich nicht zu ihm komme, kommt er zu mir. Wie halt dann auf der Dinge so ist. Wir warten wieder kurz. Und... Nein! Gut doch. Wenn es mich jetzt wieder runterlegt, ne? Genau, so kenne ich das. So. Und nicht, dass er mich direkt runterwirft. Oh, das war kein guter Sprung. Das habe ich nur halb getroffen. Ist es natürlich extrem unsinn. Warum schaffe ich den Sprung nicht mehr? Das ist brutal. Nein, oder? Nicht einfach. Alle gute Dinge sind drei. Ich versuch's einfach nochmal. Es glaubt mir keiner, dass ich dieses Spiel schon mal gespielt habe. Unglaublich. Ja, auf!
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum ich... Ups. Ja, okay, wenn es diesmal nicht klappt, sehen wir uns von anders wieder. Ja, das wäre lächerlich. Ja. Messer fail sozusagen. Hi. Ja, jetzt läuft auch überhaupt nichts heute, oder? Okay. Wahrscheinlich hat der Part eh schon wieder Überlänge ohne Ende. Ich schaffe ja eh keine 20 Minuten Videos aufzunehmen. Ich vermassel das ja jedes Mal. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon wieder bei 23 Minuten. Aber ich möchte ihn jetzt machen, das gibt's nicht. Ich mache jetzt mal vorsichtshalber den hier rein. Wir sind fast wohl. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also der Ring der Opferung, der würde jetzt zerbrechen und dann bleiben meine Seelen da hinten liegen, weil ich keine neue Blutlache will. Oh, eigentlich so eine schöne Aussicht und so ein schönes Spiel hier. Und dann kriegst du so dermaßen eine auf den Sack immer. Gott! Okay. Den Ring der Opferung aus. Ah, das klingt schon mal gut. Da hinten ist schon mal losgesprungen. Vielleicht renne ich auch zu weit momentan in meinem Angriff. Vielleicht soll ich wesentlich kürzer rennen. Weil ich da länger bei mir steht. Weil ich über dem Torbogen bin, ist es safe. Kaum zu glauben, dass man sich die Waffe, die der trägt, auch holen kann. Na dann halt so. Ah.
Ich hoffe, das läuft nicht bei jedem Bosskampf so jetzt ab, wie gerade eben. Wenn doch, dann schaffen wir es ja nicht mal, die Glocken beide zu läuten. Gott. Naja. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Bis dann.